Ein glitzernder Weihnachtsbaum, ein schönes Festessen mit der Familie, viele Geschenke und noch mehr Lichterketten. So sieht das Weihnachtsfest wohl bei vielen aus. Doch so schön die blinkenden Lichter auch sind, sollte der Stromverbrauch der prachtvollen Beleuchtung nicht außer Acht gelassen werden. Ja, Weihnachten und Adventszeit ist die Zeit des Lichtes, natürlich auch der Lichterketten. Und hier ist unsere Empfehlung: unbedingt keine alten Lichterketten mehr verwenden, die mit Glühlampen oder Halogen laufen, sondern unbedingt LED-Technik, denn diese halten 20, 30 Mal so lang, sparen 80%, 90% der Energie, und von daher ist das das Maß der Dinge. Wir beobachten, sehr viele Kunden verwenden das bereits. Allerdings beobachten wir auch, dass jetzt weit mehr beleuchtet wird wie früher, zusätzliche Lichterketten, längere Lichterketten. Das heißt, die Ersparnis aus der LED wird zum Teil dadurch wieder etwas aufgefressen. Also wenn man sich vorstellt, wenn 1 Million Wohnungen und Häuser, so in Österreich, über diese Weihnachtszeit, über die Adventszeit, über diese Woche durchgehend die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb haben, ist dieser Stromverbrauch, der in etwa 10.000 Haushalten entspricht übers Jahr, das ist ungefähr Hallein. Gegenüber einem normalen Wintertag im Dezember ist der Stromverbrauch in den Weihnachtsfeiertagen geringer, und zwar ca. 20%. Das begründet sich darin, dass einfach viele Betriebe, viele Unternehmen geschlossen haben. Dabei zu Hause, also da ist der Stromverbrauch höher, in den Weihnachtsfeiertagen ist er in etwa das Doppelte gegenüber dem normalen. Auch das Zubereiten diverser Festspeisen oder Geschenke in Form von Unterhaltungselektronik lassen den Stromverbrauch in der Weihnachtszeit hochschnellen. Aber wie spart man hier eigentlich am besten? Weniger ist mehr, zwar nicht beim Essen unbedingt, sondern mehr bei der Unterhaltungselektronik, also Standby, vermeiden, ausschalten die Geräte, wenn man sie nicht verwendet, und weniger verwenden. Und beim Kochen und Backen, ja, wenn der Braten im Ofen ist und die Kekse im Backrohr sind, zulassen, nicht die Tür öffnen, denn jedes Mal aufmachen, sind in etwa 20% mehr Energieverbrauch. Und beim Keksenbacken unbedingt die nicht genutzten Bleche aus dem Backofen raus, sonst muss man die zusätzlich miterwärmen. Natürlich muss man bei Geschenken an Weihnachten nicht knausrig sein, allerdings gibt es auch energieeffiziente Geschenke. Was ist damit gemeint? Also natürlich sind Fernseher, sind Laptops, sind Computer, sind Smartphones und Spielkonsolen sehr gern vom Christkind geschenkt. Hier sollte das Christkind wirklich auf effiziente Geräte achten. Dieses Energielabel, das jedes Gerät hat, ist hier eine sehr gute Richtschnur. Und der Unterschied zwischen einem ineffizienten oder weniger effizienten und einem hocheffizienten Gerät ist durchaus einmal 30% oder 50% der höherer Stromverbrauch. Wenn man schenkt, Computer mit Monitor braucht immer mehr Strom wie ein Laptop oder ein Tablet. Daher sind es die sparsameren Geräte, diese Laptops und Tablets. Und jedes dieser Geräte sollte das Energiemanagement aktiviert haben und richtig eingestellt haben. Das heißt, der Computer, der Laptop, wenn er nicht läuft, dann geht er in einen Schlafmodus und verbraucht minimal Energie. Man könnte sagen, Energiesparen und Tee trinken. Also wenn Tee, dann der Wasserkocher. Man kann auch sagen, bitte keine halben Sachen. Was ist damit gemeint? Es wird viel gegessen und getrunken, das heißt viel Geschirr. Der Geschirrspüler soll voll sein, wenn er läuft, und nicht halb voll. Und natürlich, wenn viele Leute zu Hause sind und viele Kerzen brennen, man könnte die Heizung runterdrehen. 1-2 Grad runter spart pro Grad 6%. Und was auch immer wichtig ist, richtig lüften. Das gilt in Weihnachten genauso. Also nicht kippen, sondern Stoßlüften. Dann spart man Energie, ohne das Weihnachtsfest zu stören. Alle Infos rund ums Energiesparen in der Weihnachtszeit finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.